Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. In meinem letzten Video habe ich euch ja schon ein bisschen beraten, welches iPhone für euch das richtige ist. Ob das 5S, 5C, das normale 5er oder ein älteres 4S. Und da kam relativ häufig die Frage, ich habe mich jetzt für einen 5S entschieden, aber ich weiß überhaupt nicht, welche Farbe ich da nehmen soll. Und darum versuche ich euch da auch nochmal so ein paar kleine Vor- und Nachteile der verschiedenen Farben zu nennen. Das bezieht sich nicht nur auf das 5S, sondern im Grunde auch auf das normale iPhone 5. Natürlich sind Geschmäcker verschieden und ich kann euch auf keinen Fall sagen, das silberne Gerät oder das spacegraue Gerät ist das Beste für euch. Das geht nicht, aber ich kann euch ein paar Argumente für die verschiedenen Farben geben. Es geht gar nicht speziell um Silber, Spacegrau und Gold, also die Farben an sich. Es geht hier eher um Schwarz und Weiß, nämlich die Gerätefront. Da haben wir Silber und Gold mit einer weißen Front und wir haben Spacegrau mit einer schwarzen Front. Und da geht es schon los mit dem neuen iOS 7. iOS 7 ist ja ein neues, sehr frisches und eher ein bisschen verspielt wirkendes System und es passt einfach farblich, weil es ja auch recht hell gehalten ist, passt es besser zu einer weißen Gerätefront. Und zu einer schwarzen sieht es zwar auch gut aus, aber es passt halt nicht so hundertprozentig im Grunde wie zu einem weißen Gerät. Man kann also sagen, mit einer weißen Gerätefront sieht iOS 7 besser aus. Das wäre also ein Argument für Gold und Silber. Außerdem ist Schwarz sehr empfindlich, also beziehungsweise bei dem iPhone 5 war es ja so, habt ihr bestimmt alle mitbekommen, dass das Gerät sehr schnell Kratzer bekommen hat und wenn man es ohne Hülle verwendet hat und oft in die Hosentasche gesteckt hat, dann hatte man sehr, sehr schnell Verfärbung und Ähnliches im Rahmen. Da kann man jetzt noch nicht sagen, wie das bei dem Spacegrau-Modell sein wird. Ich hoffe und denke, dass Apple da etwas getan hat, dass das nicht mehr so schnell passieren wird. Unter anderem ja auch schon, weil der Rahmen ja ein bisschen mehr ins Silbergraue geht, anstatt dieses wirklich graphitdunkle Schwarz. Und darum hoffe ich halt, dass dieser Punkt behoben wurde. Des Weiteren sieht man zum Beispiel auf einem schwarzen Gerät, gerade auf der Aluminiumrückseite, sehr schnell und sehr viele Fingerabdrücke. Also das ist wirklich auffällig, wenn man das Gerät ein bisschen benutzt, ganz normal in der Hand hat, dann hat man hinten schon wirklich einiges an Fingerabdrücken drauf. Das ist beim silbernen Modell eigentlich überhaupt nicht der Fall. Das muss man schon wirklich ganz schön stark gegen das Licht halten, um da überhaupt mal ein paar Fingerabdrücke zu sehen. Wie das bei dem goldenen Modell ist, ist natürlich jetzt noch schwer zu sagen, aber ich vermute, dass auch da Fingerabdrücke stark zu sehen sind. Der einzige negative Punkt einer weißen Front, wobei der auch relativ klein ist, ist meiner Meinung nach eigentlich nur, dass man den Helligkeitssensor sehr stark sieht und das sieht nicht ganz so elegant aus wie bei einer schwarzen Front, also bei dem spacegrauen Modell. Da sieht man ja einfach nur den Lautsprecher zum Telefonieren und dann mittig darüber die Frontkamera und bei der weißen Front hat man halt links daneben dann noch den Helligkeitssensor, den man bei schwarz eben nicht sieht. Und das ist eigentlich auch der einzige negative Punkt an der weißen Front. Ich fasse nochmal alles ganz kurz zusammen. iOS 7 sieht auf silber- und goldenen Geräten besser aus als auf dem Spacegrauen. Das Spacegraue könnte möglicherweise etwas empfindlicher sein als die anderen beiden Geräte, gilt aber noch ein bisschen abzuwarten, wie das so ist. Dann die Fingerabdrücke, die sieht man auf Spacegrau wahrscheinlich sehr stark, auf Gold vermute ich auch, auf Silber hingegen so gut wie gar nicht. Und dann haben wir halt noch den etwas hässlichen Sensor bei dem silbernen und bei dem goldenen Gerät, den man bei dem Spacegrau nicht sieht. So, das sind alles so kleine Argumente eigentlich nur, aber eventuell kann ich euch ja mit diesen kleinen Argumenten ein bisschen weiterhelfen, was die Entscheidung angeht. Das goldene Gerät finde ich persönlich wirklich sehr schick. Es sieht halt super edel aus und trotzdem nicht so, ja, prollig. Also, ne, man sieht, boah, der hat ein goldenes Handy, so nach dem Motto. Sondern es sieht halt einfach sehr, sehr schick und edel aus. Und vor allem, es ist ja auch so ein gewisser Reiz, sag ich mal, wenn man so ein neues Top-Smartphone hat. Man sieht halt bei dem goldenen Gerät wirklich auf Anhieb, oh, der hat das neue 5S. Das sieht man eben bei dem silbernen und bei dem spacegrauen nicht so schnell. Das sind halt, ja, so kleine Argumente im Grunde. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Wenn ja, schreibt es gerne mal unten in die Kommentare und gebt mir einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr freuen. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, macht's gut, Leute. Ciao.